Hallo, liebe Freunde der Stellwerks- und anderen mechanischen Dinge. Ich will euch hier ein Projekt zeigen, das ich gerade versuche zusammenzubauen, um mit diesen Stellwerksmodellen wieder einen Schritt weiter zu kommen. Ihr seht da im Überflug die Bauteile einer CNC-Fräse, die ich mir zusammenbauen will, die Linearführungen, die Kühlpumpe, wenn das dann funktioniert, da habe ich gestern herumgespielt, und natürlich auch eine Elektronik, ein Arduino ganz klassisch mit einem CNC-Shield drauf und eine Software, die dann die Sache ansteuert. Und das ganze Ding ist aus Holz gebaut, 24 mm Multiplex, gehört zusammengeleimt, um die Stabilität zu haben, wenigstens gewisse Alufräsungen da vornehmen zu können. Hier seht ihr, wie das alles aufgebaut wird. Die Idee für diese Maschine oder das Design stammt im Wesentlichen von Thomas aus Ulm. Da gibt es wunderbare Videos auf YouTube, wo man sich das anschauen kann. Er ist Flugzeugmechaniker oder Flugzeuggerätemechaniker, ganz genau weiß ich das nicht mehr. Jedenfalls ist das eine geniale und simple Idee, die er da geboren hat mit seiner Fräse. Das haben auch, glaube ich, eine ganze Menge Leute schon nachgebaut. Ich bin einer der letzten oder ein später Nachfolger, und ja. Hier baut man mal diesen Rahmen, diese stabile Holzkonstruktion zusammen. Meine ist noch etwas stärker, 24 mm, wie gesagt, als die, die er verwendet hat. Ich hoffe, dass das auch einiges aushält und wenig sich bewegt. Also unter einem 20. Millimeter würde ich mir wünschen. Und weil ich eine Kühlung doch verwenden will, eine Schmierung, die die Tröpfchen da drauf wirft von irgendwas, Spiritus-Wasser-Gemisch, brennen soll es möglichst, ne? Geht das Ganze auch mit einer großen Lackierung einher. Das ist ein Schiffslack, ein alter Schiffslack, den ich habe. Ich hoffe, der ist gut genug für diesen Fall. Wenn nicht, dann werde ich es auch merken. Genau, das ist das, was hier entsteht. Ich bin dabei, die letzten Teile noch zu konstruieren. Konstruieren bedeutet bei mir, wenn ich so eine Maschine baue, nicht irgendeine CAD-Zeichnung, sondern das ist im Wesentlichen alles mit Skizzen von Hand auf irgendwelchen Zetteln. Das leiste ich mir so. Die CAD-Zeichnerei kommt dann bei den eigentlichen Teilen des Modells. Da will ich schon genau konstruieren. Aber jetzt ist es eher, ich sage nicht hemdsärmelig, aber pragmatisch. Und das ist ja eine Einzelanfertigung, und viele Teile werde ich auch doppelt bauen, bis das ganze Ding dann wirklich funktioniert. Das ist's, und schauen wir einmal, was draus wird.